Ey, ist ja gut, ich weiß, ihr wollt den Repräsentant-Scheiß. So mit Terry Press am Mic und all den Hackmack in den Lines. Der Boom-Bap-Defender schreit, bis es in der Kehle reizt. Gib mir nen fetten Teller Reis, ich rap bis zur Unendlichkeit. DJ FlashCAT ist dabei, hier laufen Technik-Stacks so heiß, bis es der letzte Depp begreift. Erzählt mir mal was Neues, ihr habt Dreck am Stecken bei. Euer sogenannter Swag ist Macke-Nepper-Schlepper-Style. Im Endeffekt sind Rhymes aus dem Second-Hand-Bereich. Doch die Königsdisziplin, wer hat den besseren Vergleich? Wie man Texte selber schreibt, bleibt versteckt in den Details. Oder in den Ghostwriter, weil du sonst nur Tellerwäscher bleibst. Es ist angebracht, dass wir paar Fettnäpfchen verteilen. Ja, wenn man steht, schwänzt der Vergleich, hat man die Hände doch nie frei. Zum Beispiel für einen Abend mit einem Tekken-Tag-Team-Fight. Ihr seid herzlich eingeladen, Bier und Kekse stehen bereit. Das ist HARRYPRESSED. Ich vergnüge mich im Jetzt bei meiner Bühnenpräsenz und rap mal eben über Rap. Vergesst den üblichen Stress, bekomm den lyrischen Flash. Glaub mir, das lieben die Fans. Das ist HARRYPRESSED. Eins ist klar, ich werd meiner Attitüde gerecht. Und bevor ich in der Knochenmühle verreck, baue ich lieber jeden Tag ein Beat und grübel am Text. In meinem Heimstudio, in Eigenregie. Ihr fragt, wie entsteht der Scheiß hier? In Eigenregie. In meinem Heimstudio, in Eigenregie. Hey, meine Liebsten, seid ihr bei mir? Oh ja, klar. Das ist der realest Stuff und keine Fata Morgana. Würde ich was Falsches rumlabern, wär das ein krasses Desaster. Das ganze Laber-Rababa ist halt ein anderer Standard. Doch Leute, Rap ist für mich mehr als was geht ab, Motherfucker, yeah. Ey, keine Ahnung, wie ich das nur geschafft hab, dass ich bei HHV mit einem Verkauf schon mal an den Charts war. True Story. Ja, ja, so sieht es aus. Anscheinend ist mit Harry Bresser neuer Profi im Haus. Das lob ich mir auch, dass ihr mein Album sowieso kauft. Meine Kaufempfehlung schicke ich euch wie Drohbriefe raus. Als Bonus möchte ich danach für meine Show viel Applaus. Denn unsere Gage geht nicht übers kleinste Wortspiel hinaus. Wir sind schon komische Jungs, wir machen brotlose Kunst und geben Gigs im Packerschuppen, wo die Stromlose funkt. Haha, trotzdem sag ich mir halt bloß nicht den Mund. Denn Leute, stellt euch doch mal vor, was wär hier los ohne uns? Das ist HARRYPRESSED. Ich vergnüge mich im Jetzt bei meiner Bühnenpräsenz und rap mal eben über Rap. Vergesst den üblichen Stress, bekomm den lyrischen Flash. Glaub mir, das lieben die Fans. Das ist HARRYPRESSED. Eins ist klar, ich werd meiner Attitüde gerecht. Und bevor ich in der Knochenmühle verreck, baue ich lieber jeden Tag ein Beat und grübel am Text. In meinem Heimstudio, in Eigenregie. Ihr fragt, wie entsteht der Scheiß hier? In Eigenregie. In meinem Heimstudio, in Eigenregie. Hey, meine Liebsten, seid ihr bei mir? Oh ja, klar.